Grüß Gott und Servus miteinander. Ich bin die Tamara und wir befinden uns hier im neuen Ruheraum im Hotel Lindenwirt. Neben mir ist der Herr Norbert Weiß. Wir werden heute in unserem Gespräch etwas mehr in die Tiefe gehen und den neuen Markenkern des Lindenwirts euch etwas näher bringen. Herr Weiß, seit vielen Jahren sind Sie mit Familie Geiger befreundet und begleiten die Familie und das Hotel auf verschiedenen Ebenen. Nun meine Frage an Sie als Philosoph. Was macht eigentlich ein Philosoph? Sehr gute Frage. Wörtlich übersetzt liebt er die Weisheit. Philosophie kommt aus den griechischen Worten Philos und Sophos, die man übersetzen kann als Liebe, Philos, und Sophos, Weisheit. Weisheit ist die ältere Schwester der Wahrheit. Wahrheit ist wichtig, damit ich etwas richtig beurteilen kann. Weisheit bedeutet, dass ich dann weiß, welche Wahrheit ich brauche, um das zu erreichen, was ich erreichen will. Und ich hatte als 17-Jähriger ein überwältigendes Erlebnis, eine Erfahrung, die mir klargemacht hat, dass es Unendlichkeit gibt und dass das nichts für Philosophen im theoretischen Bereich ist oder Mathematiklehrer, sondern dass das eine größere oder klarere Realität ist, als dass es abends dunkel wird und morgens wieder hell. Danach habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach Menschen, die mir diese Erfahrung erklären konnten. Und so bin ich dann in Indien gelandet, habe dort sehr, sehr viel gelernt, habe indische Philosophie studiert. Und insofern, der Unterschied ist halt, dass man da praktische Erfahrungen macht und nicht nur Theorien vergleicht oder sich darüber streitet. So viel zum Thema, was macht eigentlich ein Philosoph? Er liebt die Weisheit und sucht sie überall 24/7. Der Lindenwirt hat sich den Slogan Wellness meets Oneness auf die Fahne geschrieben. Oneness bedeutet eins sein mit sich selbst, mit der Umwelt, zur Einkehr kommen. Können Sie mir den Begriff Oneness nochmal genau erklären, wo er herkommt und was er bedeutet? Das ist die praktische Applikation dessen, was ich gerade gesagt habe. Der Philosoph beschäftigt sich zuerst mit dem Wort selber und danach erst mit dem Konzept, was es ausdrücken soll. Das Wort Oneness besteht aus zwei Worten, Englisch One und Ness. One, weiß jeder, bedeutet eins. Der Anfang, das Erste, das Höchste. Und Ness ist eine Form der englischen Sprache, einen Zustand zu beschreiben. Wenn man glücklich ist, ist man happy und dann hat man Happiness. Wenn man unglücklich ist, ist man sad und hat Sadness. Wenn das Konto empty ist, hat man Emptiness auf dem Bereich Kohle. So, das heißt, Ness beschreibt einen Zustand, das heißt, das Wort Oneness beschreibt den Zustand des Eins, der Eins, des Eins-Sein. Das hört sich vielleicht am Anfang sehr abstrakt an, aber ich glaube, fast jeder Mensch kennt eine klare Erfahrung von Oneness, nämlich in dem Moment, wo er verliebt ist. Verliebte fühlen sich eins. Verliebte wollen immer zusammen sein, wollen alles zusammen machen. Und das Schlimmste für Verliebte ist, wenn sie getrennt werden, weil sie dann aus der ihrer Einheit herausgerissen werden. Und wenn man beispielsweise ohne sein Handy mal durch den schönen bayerischen Wald geht und das Kopfkino mal gerade ein bisschen Ruhe gibt, dann wird man von der Schönheit und der Ruhe überwältigt und fühlt sich auch irgendwie eins mit allem. Da sagen andere, es ist nur ein Gefühl, dann sage ich, ja und? So. Und die Leute, die wir alle bewundern, die so erfolgreich sind, wenn man denen mal so ein bisschen auf den Zahn fühlt, dann sagen die am Ende des Tages alle dasselbe. Ja, ich habe viel gearbeitet, das haben die anderen auch. Ich hatte eine gute Idee, gibt es auch den einen oder anderen. Aber ich hatte die richtige Idee am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Und das ist nur eine Beschreibung, eins zu sein mit dem Trend der Gesellschaft, mit dem Geschmack der Zeit, mit den Märkten. Ne? Und da können wir noch abschließend den Falltest machen, mal andersrum. Was ist Misserfolg? Was ist Depression? Was ist, mir geht's gar nicht gut? Das Gefühl, dass die ganze Welt gegen einen ist.
dass alles Geisterfahrer sind, die einem entgegenkommen. Hm. Ja? Und dann ist man getrennt aus dem großen Fluss des Lebens. Das heißt, zusammengefasst können wir sagen, alles, was wir lieben, Einheit, Liebe, Erfolg, Leichtigkeit, basiert letztlich auf der Einheit von uns, unserem Handeln mit dem großen Fluss. Und der vermeintlich größte westliche Philosoph, gilt allgemein Immanuel Kant als der Kandidat Nummer 1, der ja weltberühmt ist für seinen kategorischen Imperativ, der einem vorgibt, so zu handeln, damit man jederzeit daraus ein Gesetz machen könnte. Das heißt, wenn man es durchdenkt, man macht nichts Böses, man macht nichts Falsches, man macht was, was nicht nur einem selbst, sondern auch anderen hilft und denen was bringt. Aber der eigentlich noch viel dramatischere Satz ist, die Antwort auf die Frage, was ist denn sozusagen ein perfekter Mensch? Was zeichnet einen perfekten Mensch aus? Oder wann glaubst du, Immanuel Kant, dass du am Ziel deiner Wünsche und Möglichkeiten bist? Und das hat er so beschrieben, das ist der Moment, wo der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir eins sind. Und die östliche Antwort, die kennen wir alle. Wir müssen nur anfangen, jetzt ein bisschen dieses, was wir schon kennen, in einem neuen Rahmen zu verstehen. Das, was wir nämlich schon kennen, ist das Wort Yoga. Ja. Yoga heißt nämlich nichts anderes als Einheit. Ja? Und Yoga ist ein Zustand und keine Technik. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also wir sehen, wir haben das in der Lebenserfahrung eines jeden Menschen, das, was vermeintlich so abstrakt, so schwer zu verstehen ist. Wir haben es als Erfolgsrezept der Erfolgreichen. Wir haben es in der westlichen Philosophie klar definiert und wir haben es in der östlichen Philosophie oder der vedischen Philosophie noch viel klarer definiert. Das ist der Ursprung von Oneness. Und weshalb findet man dies genau hier bei uns im Lindenwirt? Gut, das fängt damit an, dass der Lindenwirt zu den 100 besten Wellnesshotels in Europa gehört. Im Herzen Europas liegt im größten zusammenhängenden Waldstück Europas, sozusagen der grünen Lunge. Das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen. So, der Markenkern des Lindenwirts ist bayerisch-lässig, familiär, aber auch innovativ. So, und deswegen ist es so, dass man in einer dynamischen Industrie wie in der Wellnessindustrie natürlich immer gucken muss, was kann man noch besser machen? Was ist der nächste Schritt? Und das ist der Hintergrund, wie die Thematik Wellness und Oneness zu verbinden entstanden ist. Wenn man etwas Neues verstehen will, ist es immer gut, wenn man das Alte, was davor war, schon mal verstanden hat. In dem Fall bedeutet das, wir müssen uns erstmal klar machen, was überhaupt Wellness ist. Ein sehr weiter Begriff oder vielleicht auch schwammig. Ja, was ist das eigentlich genau? Da haben wir wieder das Wort Ness, also ein Zustand. Und wie heißt der Zustand? Well, well heißt gut. Also ein Zustand von Gutsein, etwas eleganter Wohlbefinden, Wohlstand mit oder ohne Euro. Wohlstand heißt im Wohlstehen. Ja? Das ist so ein bisschen die Eingrenzung, was ist Wellness. Und wie wird das hergestellt? Ursprünglich mit Sauna, mit Massagen, mit Ölen. Aber es gab auch schon vor Wellness Leute, die Sauna und Massagen mehr oder weniger regelmäßig gemacht haben. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Wellness und dem, was die gemacht haben? Der Unterschied ist, dass bei Wellness noch andere Einflüsse da waren, nämlich ethno-asiatische Einflüsse, Klänge, Musik, Instrumente, Gerüche, Räucherstäbchen etc. Und zum anderen in diese Wellness teilmedizinische Aspekte eingeflossen sind aus mehrheitlich alternativen medizinischen Bereichen, wie zum Beispiel im Ayurveda, der chinesischen Medizin, TCM oder sogar auch Homöopathie oder ähnliche Ansätze, die sanfte Medizin. Ja? So, und daraus ist Wellness entstanden. Wenn wir uns das jetzt nochmal zusammenfassend angucken, dann sagen wir, die Haupterfahrung Sauna-Massage als Klischee, das ist nach wie vor im Zentrum.
was ist denn der Unterschied? Es gibt verschiedene andere Dinge, die da noch drauf kommen. Und das geht eben über verschiedene Kanäle des Sinne, Geruch, Gefühl, Geschmack. Und das reichert die Erfahrung an. Und was reichert die Saunaerfahrung an? Das Bewusstsein, was jetzt bespielt wird durch diese verschiedenen Impulse. Das heißt, der Unterschied zwischen einer Kur früher oder einem regelmäßigen Saunagang zu Wellness ist, dass mein Bewusstsein da eingeführt hat. Und die Idee von Oneness ist, Bewusstsein noch klarer, noch deutlicher und noch breitflächiger zu erfahren. Das ist die Idee. Warum meinen Sie, hat Oneness genau in der heutigen Zeit so eine wichtige Bedeutung? Wir leben heute in der größten Transformation der bekannten Menschheitsgeschichte. Das, was sich gerade im Moment auf der Welt abspielt, hat es noch nie gegeben. Kein bekanntes Ereignis kann da auch nur ranreichen. Wir können das einfache Wort Internet nehmen und dann wissen wir schon auf der Ebene, wovon wir reden. Genau. Ja? Die UNO-Charta, der Zusammenschluss der Völkerfamilie, hat eine Art Menschheitsverfassung erstellt. Und da lautet der erste Satz, dem Sinn nach nicht ganz wörtlich, das Denken, was die Probleme kreiert, ist nicht dazu geeignet, sie zu lösen. Und Oneness oder die Erfahrung von Bewusstsein, seinen fantastischen Möglichkeiten, ist ganz sicherlich neues Denken. Und deswegen ist es eben heute so wichtig, um die Problematiken, die ja nun sehr komplex sind, wie wir alle wissen, nicht nur am Ende des Tages in den Griff zu kriegen, sondern erst überhaupt mal ansatzweise zu verstehen, um was es da geht. Und das ist weit mehr als das, was man in der Politik oder in den Medien hört. Ja, warum woher will ich das wissen? Ganz einfach, weil das Wichtigste, das Bewusstsein, fehlt und in den Lösungsansätzen das Bewusstsein nicht vorkommt. Und wenn ich einen Baum pflanze und kein Wasser habe, dann kann ich mir das Pflanzen sparen. Ja. Und deswegen ist das die dramatische Wichtigkeit. Und neues Denken, sagt man hier, wo kommt das wohl her? Von der Tankstelle oder vom Finanzamt? Nee, das kommt aus dem eigenen Bewusstsein. Ja? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man dieses Bewusstsein als eine wahnsinnige Quelle entdeckt, die einem hilft, sich zu orientieren im eigenen Leben, mit den eigenen Rhythmen, Verdauen, Schlafen, Life-Work-Balance, aber auch mit dem ganzen Tohuwabohu um einen rum und wie man damit irgendwie klarkommt und welche eigene Position man da hat. So, und deswegen ist eben die Entwicklung der Erfahrung von Oneness, des Bewusstseins in seiner einfachsten und komplettesten Form, etwas unheimlich Schönes, etwas unheimlich Wichtiges und etwas unheimlich Wertvolles, gerade jetzt, wo wir in dieser unglaublichen Veränderung leben und wir die Verantwortung haben, wie wir das moderieren. Und wie gesagt, mit den Mitteln, die wir bekanntermaßen in den letzten Jahrzehnten angewandt haben, wissen wir heute alle, dass es nicht funktioniert. Deswegen, Oneness war nie wichtiger als heute. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp, wie unsere Gäste das Feeling rund um Oneness nach einem Aufenthalt in unserem Wellnesshotel auch in deren Arbeitsalltag übertragen können? Sehen Sie, daran kann man vielleicht verstehen, warum in vielen Kulturen Wissen als das Wertvollste betrachtet wird. Wertvoller als Gold, Gas, Öl, Wasser. Weil das Tolle an Wissen ist, wenn man es einmal hat, dann verliert man es nicht mehr. Also, wenn man einmal im Linden wird, die Erfahrung von Oneness hat, egal durch welchen Kanal, und gleichzeitig versteht, dass das, was man erfahren hat, Oneness ist, sein eigenes Bewusstsein ist, dann hat man die zwei notwendigen Kriterien erfüllt, die Wissen verlangt. Eigene Erfahrung und das Verständnis dieser eigenen Erfahrung. Wenn ich nur eine Erfahrung habe, die ich nicht verstehe, habe ich ein Erlebnis. Wenn ich nur eine Theorie habe, die vielleicht richtig ist, dann fehlt mir aber die Erfahrung.
Und wenn man sich vorstellt, Wissen ist wie ein Mensch, der hat einen Fuß Wissen, einen Fuß Erfahrung und einen Fuß Verständnis. Und Erfahrung und Verständnis. Wir nennen das Theorie und Praxis im Besten. Ja? So, und wenn ich diese Erfahrung einmal gemacht habe und ich hier das Hotel verlasse, dann nehme ich die mit. Warum? Weil ich habe sie ja gemacht und ich nehme mich ja auch mit. Ja? Das heißt, das Wissen, was ich hier erlebe und jetzt intellektuell immer besser verstehe, das ist etwas, was mir keiner mehr wegnehmen kann. Und deswegen nehme ich das überall mit hin, wo ich hingehe. Dazu gibt es ja jetzt schon unterstützende Produkte in den verschiedenen Bereichen, ob das jetzt Ernährung oder Powerfood oder andere Themen, Hautpflege etc. sind. Es sind ähnliche Gespräche über weiterführende Themen geplant und es wird sicherlich mittelfristig entsprechende Online-Programme und Seminarangebote geben, die der Lindenwirt im Petto haben wird. Ah, genau deswegen gibt es das neue Logo. Richtig. Das neue Logo ist die visuelle Darstellung von Oneness. Es ist die Darstellung des Prinzips, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Ein Handy besteht aus, sagen wir, 1000 Teilen. Es gibt eine Form, wie diese geordnet zusammen die Funktion ergeben. Und es gibt Milliarden Möglichkeiten, wie die Teile zusammengesetzt sind, ohne ein funktionales Handy zu ergeben, obwohl es sich um die identischen Teile handelt. Das ist dieses Prinzip, was der Oneness und der Ganzheit oder dem Ganzen zugrunde liegt. So, und wenn wir uns jetzt die Teile angucken, dann stellen wir fest, auf den ersten Blick besteht das Logo aus 5 Elementen. Es beginnt mit dem blauen Himmel, offensichtlich, das Firmament über uns. Dann kommen die grünen Wälder und Täler und Auen des Bayerischen Walds. Rechts befindet sich offensichtlich ein Symbol für Wasser, wissenschaftlich Mutterschoß des organischen Lebens. Sie und ich, wir bestehen aus mehr als 2/3 aus Flüssigkeit. Der Planet ist mit 3/4 Flüssigkeit Wasser übersät. Und Wasser ist seit Jahrtausenden in allen Kulturkreisen verbunden mit Reinigung, mit Heilung. Ja, es ist lebensnotwendig, es ist erfrischend, es ist klar und natürlich. Und der Lindenwirt hat seine eigene Quelle. Das heißt, alles Wasser, was im Lindenwirt fließt, getrunken, gebadet wird, ist aus der eigenen Quelle. Hat eine sehr schöne eigene Qualität. Links unten ist das stilisierte Lindenblatt. Das verbindet in die Tradition des Hauses, familiäre Gastfreundschaft über Generationen, den Aufbruch zur Wellness und die Vision der Oneness. Dieses Paket ist eigentlich das, woraus der Lindenwirt gemacht wurde und was er jetzt ist und was er in Zukunft sein wird. Es ist alles da drin symbolisiert. Dann sehen wir als nächstes das 5. Element und das ist eine Art Punkt im Zentrum. Und man ahnt es schon, das symbolisiert den Gast, weil der ist ja bekanntlich das Wichtigste. Ja. Und der sollte im Zentrum stehen. Und man sieht, dass er ganz offensichtlich mehrere Möglichkeiten hat, natürliche Voraussetzungen, spezifische Angebote. Und an der Stelle denken viele vielleicht schon, das war es jetzt mit dem Logo. Interessant, so viele verschiedene Elemente, habe ich so gar nicht so gesehen vorher. Und das ist dann auch das Stichwort, dass man sagt, wenn man jetzt weiter guckt, dann stellt man fest, dass die Elemente des Logos alle nach außen abgerundet sind. Und was passiert mit abgerundeten Teilen, die man zusammenschiebt? Sie ergeben einen Kreis. Und dieser Kreis ist wie von einer unsichtbaren Hand, von einer unsichtbaren Linie gezeichnet, der ist aber vorhanden. Wiederum eine wunderschöne Darstellung des Prinzips, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Die Einheit enthält alles, was es in der Vielheit geben könnte. Das ist das philosophische Grundprinzip. Ja? Und in dem Moment, wo man jetzt den Kreis einmal sieht,
also sozusagen die unsichtbare Begrenzung der Elemente, dann fällt einem auf einmal auf, dass zwischen den Elementen ja auch noch weiße, leere Räume sind. Und das sind die Räume, in denen der Lindenwirt Gast genießt, erfährt oder seine Wahl trifft, welches der angebotenen Programme für ihn heute das Beste ist. Und somit hat der Gast im Lindenwirt die Erfahrung regional, genial, authentisch, von Haxe bis vegan, alles bio, bayerisch lässig. Spannend. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ich auch. Ich danke Ihnen für die sehr interessanten Fragen. Und jederzeit, wenn Oneness und Wellness das Thema sind, bin ich sehr froh, Ihr Gast sein zu dürfen. Vielen Dank. Bitteschön. Danke.